Hallo und willkommen zu meinem ersten Video dieses Sommers. Ja, mein erstes Thema sind Kaugummis. Ja, als Kind habe ich kiloweise Kaugummis gegessen. Also ich meine wirklich so kiloweise. Es war also wirklich schlimm bei mir. Ich habe da eine richtige Abhängigkeit gehabt, weil ich bin ein nervöser Kauer und während meiner Schulzeit hatte ich ständig Nervosität, Stress und so weiter. Und dann habe ich halt immer was zum Kauen gebraucht und dann habe ich Kaugummis mir zugelegt. Wobei es da eine total witzige Geschichte gibt. Meine Mutter hat mir als Kind erzählt, dass einer meiner älteren Cousins, als der damals auch so war, vom Kaugummi-Kauen irgendwie sich total das Kiefer verrenkt hat und dass das wohl wochenlang wehgetan hat. Ist mir nie passiert, obwohl ich wahrscheinlich viel mehr Kaugummi gekaut habe als er. Also, ich habe anscheinend einen sehr guten Kieferknochen. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall, habe ich immer verschiedene Sorten probiert. Und als Kind habe ich nichts mehr geliebt als diese Kaugummis aus den Automaten, die irgendwo am Straßenrand waren. Also diese Kaugummiautomaten, die gab es damals. Um Gottes Willen, das will ich heute nie mehr machen. Oh Gott, sind die Kaugummis wahrscheinlich dreckig gewesen. Oh mein Gott, wenn ich so drüber nachdenke, das ist ja grauenhaft. Aber ja, die habe ich so geliebt. Da gab es immer, da hast du immer so 1 Euro oder so reingeschmissen oder 50 Cent oder 25 Cent. Das war eigentlich damals noch D-Mark, als ich das gemacht habe im Hauptding. Boah, jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen alt. Ja, aber auf jeden Fall war es dann so, dass du das da reingeschmissen hast und dann hast du an einem Regler gedreht und dann kam da so eine kleine Portion Kaugummi raus. Und ich weiß noch, dass ich auf dem Schulweg war, also auf dem Schulweg zwischen Schule und schon und bei uns zu Hause gab es da diesen Automaten an einem ultra verfallenen alten Häuschen. Ob es das Häuschen noch gibt heute? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war da so ein Kaugummiautomat und da habe ich immer mein Taschengeld zusammengespart damals und habe dann diesen Kaugummi befüllt, immer so mit ganz, ganz vielen Münzen und habe dann immer so einen riesen Berg Kaugummi rausgeholt so am Monatsende. Ja, und hab die dann immer so im ja, Ding weggekaut. Das war. Oh. Ich habe also heutzutage, ja, heutzutage würde ich das glaube ich nicht mehr machen. Dann gab es immer so auf dem Rummel, gab es immer so diese Stände mit den Süß-Naschkram und so weiter. Und ich habe die Schokolade nicht gemocht, ich mochte auch das Gummizeug nicht damals, aber die Kaugummis. Und dann gab es immer diese Kaugummis in der Tube oder auch so Kaugummi-Zigaretten. Ich bin nicht Raucher, obwohl ich die als Kind unglaublich viel gekaut habe. Ich bin nicht Raucherin. Also ich bin die Antithese zu der Theorie, dass wer als Kind viel Kaugummi-Zigaretten gekaut hat, als Erwachsener gerne raucht. Kennt ihr diesen Moment, wenn man merkt, dass man die Antithese doch nicht ganz so ist? Weil als ich 9 war, habe ich ja mal ein ganzes Jahr durchgequalmt, aber danach nie wieder. Also, aber ich bin doch nicht so die Antithese, wie ich gerade getan habe. Ja, dumm gelaufen. Ja, das ist nicht so praktisch, aber gut. Ja, und das war dann halt einfach. Ja, das war so, also irgendwie so für mich so ein ganz großer Teil meiner Kindheitserinnerung ist so dieses Kaugummi-Kauen. Ja, das war eigentlich alles, was ich dazu zu erzählen habe. Ich habe inzwischen heutzutage die Kaugummi-Zigaretten mal wieder probiert und irgendwie schmecken die nicht mehr wie damals. Also ist nicht mehr dasselbe. Aber so ist es oft, dass man so Sachen, als die es damals gab, die hatten ja andere Inhaltsstoffe oft und ja. Gut, das war alles, was ich euch dazu erzählen kann. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.